Ich muss sagen, der war wieder eine neue Dimension von groß. Also das war schon... Also es gibt manchmal ziemlich viel zu entdecken, sage ich mal. Und ich habe auch ziemlich viel Glück gehabt, dass ich die meisten Sachen direkt auf Anhieb gefunden habe. Wie zum Beispiel diese unsichtbare Treppe. Wenn ich da jetzt nicht zufällig drüber gelaufen wäre, hätte das schon ziemlich... Das hätte eine Menge verzögert, sage ich mal. Obwohl da... Obwohl, es ging ja... Ja, okay, ich wahrscheinlich irgendwas gar nicht... Hä, wie komme ich hier raus? Ah, jetzt verstehe ich es. Deswegen konnte man am Anfang... deswegen kommt man auch, wenn man jetzt weiter nach links geht gleich, wieder zum Anfang, damit man da wieder rauskommt. Das geht sonst nämlich gar nicht. Wir sind ja runtergefallen. Hab ich ganz wieder vergessen. Wir können ja gar nicht zurück. Ja, dann machen wir die vier Hampelmänner mal hier weg. Nachdem wir den König der Goblins bezwungen haben, sollte uns hier keine Gefahr mehr drohen. Ah, ich fand es auch ein bisschen mies, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie nur auf die arme Tiere gegangen sind. Das war schon ziemlich mies, oder? Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob das irgendwie von der KI her so ist, aber... Na, war schon linke Tour hier. Dun, dun. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von Maxim echt beeindruckt. Der ist echt cool. Der haut ja... Ich glaube, den kann man echt schlecht besiegen. Der hat so eine hohe Abwehr und desto mehr Schläge da reinkriegt, desto mehr Wutpunkte kriegt er. Und der hat ja, wenn wir es mehr sehen... Ich glaube, was bei jedem Gegenstand, den er trägt, hat er eine Wutattacke. Er hat bei jedem Gegenstand eine Wutattacke. Die eine die eine besser als die andere vielleicht, aber trotzdem. So, hier konnte man ja wieder raus. Beziehungsweise man kommt ja wieder am Anfang dahin. Ich würde aber gerne trotzdem mal kurz nach rechts gehen und gucken, ob ich da irgendwas vielleicht vergessen habe. Nee, nee, nee. Wenn man jetzt da reinkam in den Gang, dann kann man wieder in diesen... Wo das Loch ist, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da nichts haben. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zurück und geben den kleinen Jungen seinen Schlüssel wieder. Ja. Ab nach Lunaria. Wo ist denn John? Da ist John, oder? John, er ging erneut zu einem kleinen Tempel im Norden. Ach, wo ist denn der John? Tier, du kannst doch so gut mit Kindern. Wo denkst du, wo der ist? Der ist bestimmt da oben im Tempel. Okay, dann gucken wir da mal nach. Der ist ja wirklich. Oder? Was soll ich tun? Was ist los? Ich komme aus Tambel und wollte hier in Lunaria einkaufen. Nun will ich zurück nach Tambel und finde den Schlüssel für den Tempel nicht. Ich kann nicht zurück nach Tambel. Mein Bruder wird stinksauer sein. Ich habe den Schlüssel gefunden. Ha, zwinker, zwinker. Großartig, jetzt kann ich wieder nach Tambel. Wenn ihr nach Tempel kommt, müsst ihr mich besuchen. Wir führen dort ein Hotel. Ich bin Liana. Bei uns könnt ihr kostenlos übernachten. Ich muss jetzt los. Tschüss. Ups, ich habe vergessen, euch die Tür aufzuschließen. Benutzt Schlüssel. Du meinst wohl eher, dass wir die Tür aufmachen, ne? Naja. Auf geht's. Vielen Dank und bis bald. So, reden wir mit dem alten Knacker hier. John hat mir alles gespeichert. John hat mir alles gespeichert. Ja, so ist es. Ich habe ihn noch einmal verziehen. Seid ihr weit in die Höhle vorgedrungen? Wir haben es nur bis zum Endgang geschafft. Na, da habt ihr auch ganz gut getan dabei. Den Schlüssel werde ich bestimmt nicht noch mehr anfassen. Okay, da geht's oben weiter. Obwohl, wir können ja direkt weitergehen. Ist ja nichts Schlimmes. Oh, ein Teleporter. Ui. Krass. Sehen die Tempel hier nicht geil aus? So mit Wasser oder so. Das stelle ich mir im Real Life so unendlich geil vor, wenn es sowas geben würde. Stelle ich mir so unendlich geil vor. Oh, und wir sind jetzt auf einem anderen Kontinent, könnte man ja sagen, ne? Ist schon cool. Guck, was für Gegner es hier gibt. Den Plasma-Blob, den haben wir aber noch nicht gehabt, oder? Wir haben den Bio-Blob gehabt, der war blau. Und ich mich auch gewundert habe, warum der blau ist und nicht grün. Oh, der hält 60 ab. Das ist viel. Neue Gegner. Okay. Gucken wir uns ein bisschen jetzt mal hier um. Oh, jetzt war ziemlich groß hier, ne? Oh, zwei Plasma-Blöcke. Fuck, fuck, fuck. Eieieiei. Na, okay, war zu erwarten, ne? Ist ja klar. Ist ja auch klar, was rede ich eigentlich für Unsinn. Oh, die Tier ist wieder bedrohlich dem Ende nahe. Uiuiui. Also das ist natürlich ganz... Das ist natürlich diese typische, Krieger-Magier-Beziehung, sage ich mal, dass sie einfach echt das Ziel der Gegner ist und dann total nach ein paar Schlägen weg ist. Ich fand ich so. Ja, ich glaube,
bei ihr würde sich echt lohnen, wenn ich mir zwei Sachen kaufen würde und die echt gut ausrüsten würde. Das würde schon gut tun. Statt da 17 mal 12 jedes Mal reinzukriegen, da sparen wir uns 10 Punkte. Das ist schon cool dann. Boah, ziemlich großes Gebiet hier. Ui, ein Falke! Uiui, mein Trauma kommt wieder. Schnell wegmachen, das Vieh. Danke sehr. Da habe ich schon Angst vor. Ui, was ist das denn? Das sieht aus wie ein Baumstumpf oder... Ih, ein Imp! Was ist ein Imp? Sollte man das kennen? Das sieht aus wie so ein Bakterien... Das sieht aus wie so ein Bakterienvieh aus der Werbung von Actimel oder so. Hier kennt ihr diese komischen Werbungen. Frostfolter. Ja, das war wohl nix. Das Vieh sieht sehr komisch aus. Egal, weggehauen. Oh, viel Geld und viel Erfahrung. Gehen wir mal kurz hier rein, was das hier ist. Südostturm, Tanbell. Okay, ist ein Gegner. Okay, machen wir das erstmal nicht. Es scheint ein Turm zu sein, obwohl der Turm ziemlich lustig aussieht, muss ich sagen. Dann gehen wir mal zurück. Boah, richtig heiß hier. Boah, sieht das geil heiß aus. Ich würde ja auch mal gerne in der Wüste sein. Ich bin mal gespannt, wie... Ganz ehrlich, wenn ich mal so einen Anblick von der Wüste sehe, sehe ich mir jedes Mal, boah, sieht das unglaublich aus. Wie klein wir Menschen doch sind, oder? Ganz ehrlich. Aber ich vertrage keine Hitze, das habe ich doch mal schon mal erwähnt. Und ich glaube, eine Wüste wird für mich ein Todesurteil. Boah, ist das groß hier. So, erstmal wieder im Gebüsch hier rumlaufen, das tut uns ganz gut. Oben ist so ein schöner Eisberg, da fühlen wir uns richtig wohl. So, dann sind wir jetzt auch schon eine Runde gelaufen, ne? Ja, sehr schön. Ist doch nicht so groß, wie ich dachte. Gibt ja nur diese eine Stadt und diesen Turm da. So, und das müsste ja Tanbell sein, was auch sonst. Da würde ich mal sagen, dann übernachten wir da hoffentlich kostenlos, wie die Dame das uns gesagt hat. Mal gucken mal, was da sonst los ist. Willkommen in Tanbell. Wer seid ihr? Das ist Tia. Mein Name ist Maxim. Hallo. Ich danke dir für das, was du im Tempel getan hast. Du bist es, Bruder. Du bist es, Bruder. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Heliana, wer sind diese Leute? Sie fanden Schlüssel, als ich die Probleme im kleinen Tempel hatte. Das ist Maxim und Tia. Nett, euch kennenzulernen. Das ist mein Bruder Guy. Vielen Dank, dass ihr meine Schwester Liana geholfen habt. Maxim, bleibt doch noch ein wenig. Ich habe doch etwas ganz Besonderes gekocht. Gute Idee, sie kann zwar nicht allzu viel, aber das Kochen hat sie drauf. Und was genau meinst du damit? Ja, psch. Nun, was kannst du denn noch? Also mir fällt gerade nichts ein. Psch. Wie bitte? Ich kümmere mich um das Hotel. Ich koche, putze und mache die Wäsche. Und du? Ich wasche meine Unterhosen. Na toll, und das ist aber noch schon alles, was du kannst. Mehr nicht. Männer, drücken... Kann ich... Männer, drücken sich vor der Arbeit, wollen aber die ganze Welt regieren. Nicht wahr, Tia? Ich sehe das ähnlich. Hä? Bitte? Nichts für ungut. Bleib doch heute... Diese Lache. Bleib doch heute bei uns, Liana. Mach doch bitte alles zurecht. Sofort. Und jetzt sagt sie wieder... Okay. Na, egal. Ich gehe ein wenig trainieren. Schaut auch später vorbei. Klar, sehr gerne. Bis dann. Das scheinen sehr nette Leute zu sein. Auf alle Fälle. So, Oh, Magieladen. Gut, dann gucken wir uns ein bisschen in der Stadt ein bisschen um. Ich sehe immer eine Kirche. Ich hätte gerne eine Kirche gehabt. Oh gut, übernachten wir erstmal. Einen Moment noch, das Essen wird gleich fertig sein. Oder möchtest du etwas schlafen? Ja, ich möchte schlafen. Wir schlafen wieder im Stehen, die sind nämlich echte Männer. Auch Tia, die gehört dazu. Dum, dum, dum. So, mit den Leuten will ich noch gar nicht reden. Wir gehen schon mal in den Shop rein und gucken mal so alles an, was es ist. Willkommen, junger Mann, nimm dir Zeit und schau dich gut um. Ah, das ist Langmesser für 800, das wir schon gefunden haben. Ah, das können ja, oh, das kann ja auch Tier benutzen. Das wusste ich nicht. Dann können wir das eigentlich hier direkt geben, ne? Weil der Maxim ist eigentlich mit seinem Lichtmesser ganz gut dran, würde ich sagen. Das ist natürlich cool. Die Keule ist auch nicht schlecht, aber das steigert ihren Angriff schon mal. Das ist gut. So, guck mal, was er für Waffen hat. Hoppala. Den Draht. Okay, da steigt wieder mal ihren Angriff. Was kann der Draht? Der hat eine Zornattacke. Draht, der im Kampf recht nützlich sein kann. 1,5 mal stärker als die normale Attacke. Wirksam gegen Wassersteuer, Gegner und Feuerwesen. Das ist natürlich interessant. Wir könnten also schon mal Licht und Wasser und Feuer bekämpfen.
Also nicht Wassergegner, sondern Wassersteuergegner. Das wäre ihre erste Zornattacke von Tier, die auch ein bisschen Schaden machen würde. Das wäre natürlich auch ganz nett, weil die kriegt ja ziemlich auf die Schnauze. Das wäre natürlich ziemlich nice. Wasserfontäne, okay. Kurzschwert. Okay, für den Maxim ganz gelb. Und Kukri, okay, das ist natürlich die Krönung. Eine beilähnliche Waffe. 1,5, wirksam gegen Gegner, die Angst vor Gewitter haben. Okay. Wirksam gegen Gegner, die Angst vor Frostbeulen haben. Okay, es wird unseren Angriff um 20 stärken. Unsere MGA um 10 verringern. Ich weiß nicht, was MGH heißt. Ich denke, das hat irgendwas mit Magie zu tun. MG für Magie und dann Magieattribut oder sowas. Gucken wir mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gerne dieses Kukri kaufen. 1,5, also 1500 ist gar nicht mal so teuer und steigt unseren Angriff um 20. Das ist natürlich krass. Ah, ich guck mal. Was gibt's denn für Rüstungen? Ich würde mal sagen, das werde ich meinem zukünftigen Ich in der Zukunft beim nächsten Mal einfach die Aufgabe überlassen. Soll er die Entscheidung tragen. Ach, viel Spaß dabei. Der Lederhelm für 800. Okay. Holzschild. Armreif. Erhöht die Abwehr, okay. Ah, das ist immer so komisch, diese Attacken. Erhöht die Abwehr. Das hatten wir ja schon mal, mit diesem Ring, den hier der Maxim immer hatte, die wurden für die Beweglichkeit sich erhöht um 4 dann oder so und das hat dann bei jeder Runde weniger. Ich habe davon nichts gemerkt irgendwie, deswegen. Vielleicht versuche ich in Zornattacken immer sehr im Zweifel. Wir haben aber auch viele Sachen, die wir schon verkaufen können, ne? Ja, ich glaube schon. Beziehungsweise was unsere Wolke vielleicht essen könnte. Was will der denn jetzt zufällig haben? Ein Kampfmesser. Haben wir das nicht gehabt? Habe ich Tier, das ich gerade gegeben? Nee, es war ein Langmesser. Ach, die Dinger heißen doch alle gleich hier. So, aber wir gehen nochmal in den Zauberladen rein. Da bin ich jetzt mal gespannt, was es da für Magie gibt. Ich hoffe, neue Sachen. Die Magie ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Setz sie geschickt ein und vergönne deine MP nicht. Weiser Spruch. Ui, da gibt es wirklich viel. Funke gibt's da. Tropfen, das haben wir ja schon mal gehabt. Sturm. Können beide tragen, das ist natürlich ganz nice. Die Gegner zittern im Schneesturm. Schock. Donnerzauber, denke ich mal. Versetzt die Feinde einen elektrischen Schlag. Das ist mal sehr gut. Stark haben wir schon. Serum haben wir das auch schon. Wirksames Gegengift. Ja, Gegengift ist nicht so praktisch. Narkose war ja ein Reinfall. Konfusion. Verwirrt den Gegner. Okay. Auch eigentlich ganz interessant. Ich muss eben was trinken. Moment. Okay, auf jeden Fall. Also ich bin wieder da. Also auf jeden Fall kaufen wir uns einen Sturm für beide. Das ist natürlich sehr wichtig. Ein Schock genauso. Das ist ein Angriffsdauer, die brauchen wir auf jeden Fall. Also auf jeden Fall den Schock. Ich habe den Schock. Also Donnerzauber habe ich sehr gute Erinnerungen, dass sie effektiv sind. Das auf jeden Fall. Das ist sehr gut. So, natürlich interessant ist das Konfusion. Ich denke mal, das kostet 1000. Das brauchen wir eh nicht. Das ist bestimmt genau wie bei einer Narkose totalen Reinfall. Was machen wir da? Ich würde mal sagen, wir behalten das erstmal. Wir haben schon viel Magiepunkte. Wir haben schon, glaube ich, jetzt 2000 für Magie ausgegeben. Das sollte erstmal reichen. Da ist die Kirche, die ich haben wollte. Dann gehen wir mal kurz hier oben noch gucken. Item. Okay, was ist das denn für ein Laden? Hi, alles in Sonnenangebot. Ah, Entschuldigung. Aber man kann. Achso, dann kann man die einzelnen Sachen noch kaufen. Wumme. Schädigt alle Feinde. Ich vermute mal so eine Steigerung vom Bumerang. Der Blocktropfen. Erhöht Abwehr für während des Kampfes für kurze Zeit. Okay. Naja. Also das halte ich jetzt nichts für gut. Das ist für kurze Zeit die Abwehr erhöht. Also ich bezweifle, dass das wirklich praktisch sein wird. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, beim nächsten Mal wird es sehr interessant sein, weil ich denke mal, für jemanden, der das Spiel kennt, weiß, wer dieser Guy ist. Eine sehr coole Person, die uns noch oft im Spiel begleiten wird, sag ich mal. Begleiten. Begleiten. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und für die Leute, die das nicht können, wird es vielleicht eine Überraschung sein, wer dieser Guy sein wird. Begleiten. So. Ja, ist auch gut jetzt. So, dann speichern wir mal eben ab.
Haben, glaube ich, auch diesmal, glaube ich, eine Menge geschafft. Zwei große Dungeons hinter uns gebracht. Ja, sollte hinhauen. Habe ich meinen Königsgoblin, fand ich, jetzt wieder ein bisschen blamiert. Ich kam mir schon ziemlich geil vor, als ich ihn weggehauen habe. Und dann kam der und der hat mich schon ein bisschen verarscht. Also, doch, ist, muss ich jetzt ehrlich sagen, war mir schon ein bisschen peinlich irgendwie. Da kam ich ein bisschen blöd vor. Beim nächsten Endgegner werde ich nicht so sein, hoffentlich. Da werde ich auf jeden Fall, wird wahrscheinlich genauso enden, aber auf jeden Fall werde ich da ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Und, ja, da würde ich mal sagen, ja, beim nächsten Mal. Ja, einfach beim nächsten Mal. Bevor ich jetzt hier lange Reden schwinge. Tschüss!